Was geht ab, Leute? Team Bubble Tea mit einer neuen Folge von Team Bubble Tea reagiert. Wir haben heute diese zwei Jungs hier und sie werden in dieser Folge darauf reagieren, wie die neue Lightsworn XYZ Monsterkarte die neue YCS Preiskarte ist. Was haltet ihr davon, Jungs? Die Karte ist halt unverschämt gut. Ja. Gehen wir mal auf die Attribute erstmal. Die ist Licht, Rang 4, Exit, Typ C, Attikat 2800. Man braucht nur zwei Level 4 Monster, sprich, jetzt haben die Level 4 Exit auch ein starkes Monster dazugekommen, das man eigentlich leicht beschwören kann. Also allein, dass es jetzt nur zwei Vierer braucht, macht es schon mal. Der erste Effekt ist ja, ein Material abzudetachen, also wegzudetachen und drei Karten zu nehmen und für jedes Leitzons schon mal eine Karte zu ziehen. Also der Effekt ist schon sehr, sehr hart. Vor allem im Leitzons ist es auch möglich, allein durch Kombination mit Königs Begräbnis auf Bull. Und dann eine hier Leila Normalbeschwörung kannst du gleich erste Runde auf sie gehen und auf Glück mindestens einen Ausgleich wieder schaffen und einen Qualitätsvorteil dadurch erschaffen. Außerdem dadurch, du milchst schnell deinen Greyfall, du hast ein zusätzliches Lightsworn Monster als Option für den Urteilsdrachen. Also die Karte ist einfach das Nonplusultra, ein mega Support für dieses Deck. Ja, was haltet ihr davon, dass die YCS Preiskarte ist? Ja, das ist halt, ne? Finde ich okay. Finde ich auf jeden Fall okay. Und, wie will man das Deck jetzt spielen, Lightsworn? Ja, das können halt nur die spielen, die halt dann dafür halt das Geld zahlen. Ja. Ja. Wie bei der Karte Giant Hand. Das Problem ist eine. Hat auch nicht jeder. Das Problem ist, eine würde halt nicht reichen. Man sollte Minimum zwei spielen. Also, wenn einer hier in den Preisen ist, dann sollte er sich, wenn er das Deck spielen möchte, schon die zweite sollte sich dann irgendwie preislich oder finanziell danach holen. Also einer alleine ist gut, aber zwei sind eigentlich nichts. Aber ich denke auch, dass die Spieler, die das da spielen wollen oder die das Potenzial dieser Karte wissen, weil auch in Zukunft, ich habe das Deck auch schon im OCG-Raum gesehen, die spielen das jetzt in Kombination mit Lightsworn mit diesen Clowns. Ja, da kommst du sogar noch leichter auf diese Karte. Ich denke mal, wenn diese auch dann zu uns kommen werden, diese neuen Karten, dann sind halt dann die Leute, die das auch dieses Potenzial kennen oder wissen, dass sie diese Karte ranholen, ja, auch egal wie viel Geld. Ja. Ich denke mal, die bei Giant Hand kosten 500 Euro. Oder ja, aber der Unterschied zu Giant Hand ist scheiße, man braucht die nicht. Aber die ist deckentscheidend. Auf jeden Fall, das ist. Also ich finde es persönlich gut, weil sonst werden wir jetzt wieder ein krasses Deck. Ja. Ich finde es halt okay, ja, dass sie halt jetzt nicht überall rumläuft, ja, bis hier vielleicht Hitpunkte rauskommen. Und ich finde es okay, weil die ist einfach unverschämt. Weil, wie gesagt, ich bin auf dem OCG-Raum online und diese Karte ist einfach immer noch nicht online. Die macht halt das Deck aus. Ja. Was ich halt auch sehr krass finde, ist, sie hat halt noch den zweiten Effekt, wenn sie durch Karteffekt oder durch Karte verschwört wird, dass du wieder die untersten drei Karten mailen kannst und für jedes Lightsworn-Monster eine Karte vom Feld zerstören kannst. Das Harte an dem Effekt ist, also an der Karte ist, dass du jeden dieser Effekte einmal pro Runde aktivieren kannst. Das heißt, wenn du den normalen Mill-Effekt machst, mit einmal detachen und dann eine Karte ziehst und dann in eine Mirror Force reinläufst, kannst du auch noch den zweiten Effekt machen. Ja, also. Das ist schon sehr, sehr krass. Also das ist eigentlich ein Top-Support für das Deck. Also das Deck war nie schlecht, aber es war halt gegen das jetzige Meta einfach nicht gewachsen. Aber mit so einer Karte kann man vielleicht spekulieren, dass es wieder was kann. Vor allem, dass es nur zwei Vierer braucht und nicht zwei Lightsworn-Vierer, macht es vielleicht noch ein bisschen flexibler, dass man das dann auch ein bisschen variieren kann. Vielleicht auch mit den Eclipse-Ranks oder so. Also da kann man da auf jeden Fall viel machen. Auf jeden Fall wird man die Zukunft Decks sehen. Aber was bringt das alles, wenn niemand an die Karte rankommt? Das heißt niemand. Also das ist eine YCS-Preiskarte. Die YCS gewinnen, bekommen sie. Ja, um 500 Euro aufwärts. Genau. Aber es gibt Leute, die diese Zahl. Gut, natürlich ist es für
Oder vielleicht haben die auch in einer YCS oder wie heißt das da, nicht im Main Event, sondern im Side Event auch gewinnen. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder so Dinge. Also ich denke mal, dass da schon Leute rankommen. Und wie gesagt, es gibt schon sicher Leute, die sich dafür zahlen. Weil diese Karte hat Potenzial, ist einfach stark. Ja, er meint jetzt aber, er würde es gut finden, dass es nicht für jeden erreichbar ist. Genau. Ja, aber das habe ich ja gesagt, ich finde es gut. Ja. Also ich persönlich, gut, finanziell gesehen, es wird eine definitiv mega teure Karte. Ich würde das Deck zum Beispiel gerne spielen, würde aber keine 500 Euro pro Karte ausgeben. Ja? Genau. Also würde ich meine Finger davon lassen. Ja, aber wenn du es mal wieder anders siehst, ich finde starke Karten, wirklich starke Karten, und die ist wirklich extrem stark, sollten nicht für jeden zugänglich sein. Wenn ich, ja, weil ich werde das komplette Bild wieder verändern. Ja. Das Bild da wird sich eh verändern in Zukunft, da kommen wieder neue Decks und. Ich denke, jetzt im Augenblick, wäre das keine gute Idee, weil in Zukunft, wenn wieder andere Decks kommen, ja, dass man einen Reprint rausbringt, dann wäre es eine Idee, weil dann hat man wieder ein Gleichgewicht eventuell. Ja. Ihr habt ja früher auch gespielt, wo Crush Cut zum Beispiel nur eine Preiskarte war. Ja, aber... Wie war das damals so? Ja, da war es so, dass nur einer, den ich kenne in München, die Crush Cut auch hatte. Und es war halt ein Gamebreaker, ja. Eben. Ja, es war aber ein Gamebreaker, aber bei Crush Cut ist die Karte mal auf 1. Und Sangan war auch ein Ziel damals. Ja, aber ich denke mal, dass diese Karte eigentlich, sie ist noch einfacher zugänglich durch Exit als eine Crush Cut. Weil du musst erstmal ziehen, ja, die Karte suchen und. Ja, aber die ist halt einfach besser. Du kannst sie schnell rausbringen. Ja. Und ich finde, wenn die Karte jetzt rauskommen würde, ja, würde es schon eine Veränderung geben im Meta. Und in Zukunft sowieso, wie gesagt, da kommen nochmal Karten raus und gleich in der ersten Runde auf diese Karte kommst, noch leichter, noch einfacher. Ich denke mal, man muss warten, bis ein Gleichgewicht wieder herrscht, dann könnte die Karte kommen. Aber ich denke jetzt schlechte Karten. Also meine Vermutung tatsächlich ist, dass die Karte, wenn sie jetzt für jeden von uns zugänglich wäre, würde es mit zu einem der oben genannten Meters werden. Das Deck definitiv. Also ist die zu stark, meint ihr? Ich finde, das ist eine Karte, das ist wie bei Burning Abyss der Dante, aber ich finde diese Karte einfach nochmal viel krasser. Die Sache hat, wie er schon meinte, die hat zwei Effekte, die beide im selben Zug. Ja, das macht allein schon. Und es gibt wenige Karten im jetzigen Meta, die diese Karte einfach negieren. Ja, es wäre zum Beispiel eine Zone Warning. Ja, das ist alles, was ich jetzt kenne. Oder halt, mein Gott, sogar ganze Konterfallen. Ja, das andere ist halt, ich schätze mal. Weil es Send the Top 3 Cards auf your Deck ist und weil das Material detached wurde, sind das auch noch Kosten. Das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht für die Light Swans ziehen, aber der Mill-Effekt ist ja trotzdem noch ein Muss. Das heißt, so oder so, im Light Swan willst du ja Millen. Ja? Das heißt, es könnte eventuell eine Felice durchkommen, es könnte eventuell noch ein Wolf durchkommen. Also so oder so, selbst wenn ein Wähler drauf kommt, oder eine Finish Chain. Es macht so oder so keinen Qualitätsnachteil in dem Sinne. Erstmal das, auch wenn es ein Wailer kommt oder auch was auch immer. Der zweite Effekt ist ja auch noch heftig. Wie gesagt, du kannst dann reinrennen. Ich denke, der zweite Effekt hat zumindest einen Break. Sprich, da hilft auch ein Wailer gar nichts. Ja. Du kannst trotzdem nehmen und du kannst dann noch Karten zerstören. Das ist halt schon. Ich finde die Karte, die ist schon wirklich heftig. Das ist auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Und extrem stark. Man hat ja gehofft, dass sie kommt. Also für uns alle zugänglich, sage ich jetzt mal, kam es leider nicht, diese YCS-Preiskarte. Wie gesagt, ich finde es okay, viele vielleicht auch nicht. Aber ich finde es okay, weil ich finde es wirklich extrem stark. Ja. Alles klar. Wie immer, checkt uns gerne die Videos ab, liken, subscriben, kommentieren und ciao.